Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich mag sehr, sehr gerne diese Neo-Riegel und da habe ich gesehen, es gibt einen Adventskalender und deswegen habe ich ihn bestellt. Ja, und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt und ob er sich lohnt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und nicht nur ich frage mich das, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Place, die stellt dir nämlich auch gerade vor, für eine zweite Meinung gerne mal nachher bei ihr vorbeischauen. Und ja, der hat 49,90 Euro gekostet. Leute, das sind mehr als 2 Euro pro Produkt. Ich bin mal gespannt, ob wir hier überhaupt einen Wert erreichen werden. Es ist ein ganz süßes Design, es ist eher niedlich und kindlich gemacht, ne? Aber ich finde es witzig, muss ich wirklich sagen. Hier sieht man die ganzen nochmal von hinten und die beiden haben sich lieb. Aber hier geht der Adventskalender auf jeden Fall auch noch weiter. Der ist schon so ein bisschen demoliert, also manche Kläppchen wollen schon von alleine losgehen. Also von daher, bevor der sich jetzt verselbstständigt, schauen wir mal rein. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und verfolge mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ja, und die Zahlen, die lässt es, also die kannst du nicht gut finden hier, das muss man wirklich sagen. Huh. Okay, hier sind auch sehr, sehr kleine Sachen drin, das hätte ich nicht erwartet. Und zwar haben wir hier von Neo dieses, ja, sieht aus wie eine Haselnussschnitte mit 11 Gramm. Das ist eine Waffel mit Haselnusscreme-Füllung, genau. Das ist ja wirklich klein. Wird das jetzt so weitergehen? Ich hoffe nicht. Auch wie öde. Ist einfach nochmal das Gleiche drin. Okay, nur halt mit 21 Gramm. Okay, oje mini. Hä, warum denn direkt hintereinander, Leute? Das ist komisch. Oder ist das irgendwie anders? Nee. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und hier habe ich einen Kokosnussriegel drin enthalten. Das sind 30 Gramm drin enthalten. Und ja, das ist halt so ein bisschen, also kennt man ja, ne? Sowas mag ich auch ganz gerne. Ich esse gern Kokosnuss. Macht nicht jeder, aber es ist schon für mich persönlich lecker. Hier haben wir die Nummer 4. Ist das Ganze jetzt nochmal in klein drin? Ich hoffe nicht. Hä? Haben die nicht noch irgendwie andere Sorten? Das ist halt nochmal das Gleiche mit 21 Gramm. Was ist das? Warum machen die das? Das Produkt am 5. Dezember finde ich toll. Das ist hier so ein Crunch-Riegel. Genau, mit 30 Gramm ist das, ne? Haselnussriegel mit 28% Kakaocreme-Füllung und Kokoglasur und so weiter. Oder Kakaoglasur. So schaut der einmal aus. Sowas esse ich ganz gerne mal so zwischendurch, ne? Ist ganz gut. Och nö, Nikolaus muss was Besonderes sein. Und die packen hier einfach nochmal diesen Riegel mit rein. Hä, was ist das? Haben die den jetzt in jedem zweiten Kläppchen? Och nö, das fände ich nicht cool. Haben die sich irgendwie vertan oder so? Am 7. Dezember haben wir den nochmal mit hier 11 Gramm drin, also in der kleinen Version. Hä? Ja, da gibt es andere Sorten. Vielleicht jetzt nicht 24, aber die haben doch schon super viele unterschiedliche Produkte. Auch normale Tafel Schokolade und sowas. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Hier haben wir so ein Erdnussriegel drin. Da sind 28 Gramm drin enthalten. Und ja, solche Riegel sind toll, ne? Die mag ich auch wohl. Jetzt kriegen wir nochmal so ein Haselnussding. Nee, in der Nummer 9 dürfen wir uns über Milchschoko freuen. Das finde ich sehr, sehr nice. Das sind 66 Gramm. Das ist so eine klassische Tafel Schokolade. Das ist gut. Das mag ich. Offensichtlich musste der Adventskalender erstmal ein bisschen sich eingrooven und Fahrt aufnehmen, denn auch in der Nummer 10 darf es mit Haselnussschoko weitergehen. Da haben wir 66 Gramm drin enthalten und sowas mag ich auch sehr gerne, das finde ich schön. Jetzt kommt so langsam auch ein bisschen die Vielfalt hier mal rein, ne? Am 11. Dezember gibt es dann nochmal einen Dämpfer. Da haben wir wieder unseren Haselnussriegel, unseren ständigen Begleiter bei diesem Adventskalender. Und zur Halbzeit bekommen wir Neo Minis. Das ist eine Waffel mit Haselnusscreme-Füllung, auch 11 Gramm. Aber es ist ein anderes Verpackungsdesign. Es ist aber quasi das auch drin. Ich frage mich immer, wenn die Adventskalender packen, da sitzt doch einer und denkt darüber nach. Ne? Was packe ich wo rein? Also das, es gibt wirklich, das ist ja nicht irgendwie, dass da kein Mensch sitzt. Also da sitzt ja jemand und der hat sich überlegt, meine Güte, wäre das geil, wenn wir diese Reihenfolge von diesen Produkten halt vorgeben und wenn wir das auch so machen. Da freuen sich bestimmt die Menschen drüber. Da sitzen teilweise dann auch Leute in Meetings stundenlang zusammen und diskutieren darüber. Und dann bekommt man am Ende das. Ja, und warum sollte es in der zweiten Halbzeit anders weitergehen, ne? Da haben wir hier nämlich nochmal unseren Haselnussriegel drin. Was ist das?
Und jetzt wiederholt sich das Ganze wieder, oder wie? Am 14. Dezember haben wir unseren Kokosnussriegel drin enthalten. Also das sind alles super leckere Sachen, ne? Das muss man wirklich sagen, es ist super lecker. Aber die haben mehr als das. Und auch am 15. Dezember kommt ein alter Bekannter um die Ecke und sagt, hi, ich bin Crunchy. Und zwar mit 30 Gramm. Ja, okay. Yay, am 16. Dezember haben wir eine andere Sorte drin, und zwar Caramel Nuts. Das finde ich super. 28 Gramm sind hier drin enthalten. Und ich glaube, das ist so aktuell meine Lieblingssorte hiervon. Eine Woche vor Heiligabend, also wir haben hier auch so ein bisschen die Weihnachtswoche auf der Rückseite, haben wir die Crunch Bites drin. Das ist natürlich sehr, sehr klein, aber es sind so kleine Snacks auch für zwischendurch. Kannst du sicherlich aber auch irgendwie zusammen mit Milch zu dir nehmen. Hier sind 29 Gramm drin enthalten, und die hatte ich, glaube ich, schon mal. Und die fand ich sehr lecker, die habe ich einfach so weggesnackt. Der 18. Dezember enthält wieder den Erdnussriegel Peanut mit 28 Gramm. Und auch am 19. Dezember wird sich gedacht, warum sollten wir Abwechslung in der Weihnachtswoche bringen? Nein, der Gaumen ist jetzt mittlerweile an manche Dinge gewöhnt, deswegen machen wir da mehr mit rein. Hier haben wir auch noch die Crunch Bites nochmal. Hier, auch wieder 29 Gramm. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Endspurt Richtung Heiligabend geht los, und das können wir lockerflockig feiern mit einem Coconut-Riegel, den wir hier haben, mit 30 Gramm. Nicht kleckern, sondern glotzen. Am 21. Dezember gibt es selbstverständlich nochmal 29 Gramm von den Crunch Bites. Ja, ne? So langsam kriegen wir eine Schüssel damit voll. Zwei Tage vor Heiligabend fängt sich der Adventskalender und sagt, hey, übrigens, es gibt vielleicht doch noch ein paar andere Produkte bei uns im Sortiment, zum Beispiel den Dragilinus. Ja, genau. Die sehen so aus, und das ist das neue Naschen, steht hier hinten drauf. 40 Gramm sind hier drin enthalten, also auch wieder Schoko mit Crunch quasi, ne? Schön. Und ihr werdet euch wundern, aber weil wir uns alle so sehr darüber gefreut haben, dass so langsam ein bisschen Abwechslung reinkommt, denkt sich der Adventskalender, ja, hier, hast du noch einen. 40 Gramm. Leute, hey! Ey, was ist denn jetzt wohl am 24. Dezember? Das Kläppchen ist ja riesig. Ich tippe auf eine komplette Tafel Schokolade. Das wäre auf jeden Fall mal sinnvoll. Ein 50-Euro-Gutschein? Man weiß es nicht. Schauen wir mal hinein, oder? Nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Also wirklich. Hier sind Socken drin, was ich persönlich schön finde, aber... damit dann, ja, begrüßt zu werden, nachdem man so einen Adventskalender-Kredenz bekommen hat. Das ist nämlich halt auch genau das, was ich mir gedacht habe. Da dumm, würde Julius dazu sagen. Aber das bezieht sich nicht auf die Situation, sondern auf Zucker, weil das Ganze ja zuckerfrei ist. Es sind Socken in One Size. Es ist süß gemacht. Es, ne, sind halt Socken. Ja, reißen die den Wert aus? Sind die 45 Euro wert gefühlt? Nein. Wow. Also das ist ungefähr so ein Adventskalender. Wenn mich jemand fragt, Claudi, hast du ein Beispiel dafür, ein Negativbeispiel, wie man es nicht machen sollte? So. Es ist hier wirklich ungefähr keine wirkliche Abwechslung drin. Es ist überhaupt nicht liebevoll. Es ist nicht durchdacht. Es ist irgendwie ein ganz mieses Gefühl, was man dem Kunden vermittelt, weil das wirklich wie Geldmache sich auch anfühlt. Und dann wirst du halt auch noch sehr uncharmant am 24. Dezember begrüßt, wobei das tatsächlich auch mit dem Schmunzeln verbunden sein könnte. Okay, ja. Ich finde den furchtbar. Also sicherlich lecker, aber dafür hätten sie maximal 20 Euro nehmen dürfen. Bin ich jetzt mal vollkommen ehrlich. Ich finde, das ist eine bodenlose Frechheit, sowas den Kunden für 50 Euro anzubieten. Nee. Nee, einfach nee. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, dann wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.